bin hier unterwegs und genieße das schöne Wetter und habe jetzt hier eine mögliche potenzielle Inspiration des Tages gefunden. Denn hier auf diesem ganzen Gelände, wo ich gerade bin, sind rosafarbene, pinkfarbene Kassetten aufgehängt. Hier den ganzen Zaun entlang, soweit das Auge reicht. An Bäumen, an irgendwelchen Pfosten. Auf dem Boden sind Stencils angebracht. Und ich bin einfach jetzt nur noch neugierig, wer hinter dieser ganzen Aktion steckt. Den Macher von dieser coolen Guerilla-Aktion habe ich leider noch nicht gefunden, aber ich habe einen wahnsinnig guten Tipp bekommen. Ich rüste mich jetzt hier mal gleich mit der Kassette aus, damit er mich dann auch gleich erkennt, wenn ich ihm gegenüberstehe. Und ich habe so den coolen Tipp bekommen, den verfolge ich jetzt und da gehe ich jetzt mal hin. Ich habe diese Kassette. Kommt die dir bekannt vor? Natürlich. Nicht genau die, aber eine von denen. Aha, wir haben die Guerilla-Aktion gesehen, die super angekommen ist, weil irgendwie 1 Million gefühlte Menschen mit dieser Kassette um den Hals gelaufen sind. Was hat es mit dieser Guerilla-Aktion auf sich? Wir sind Tape TV und wir haben Werbeformen bei uns im Online-Bereich, die unglaublich überraschend sind und sehr, sehr kreativ. Und damit kann man auch sehr viel machen. Und um darauf aufmerksam zu machen, wollten wir einfach eine Guerilla-Aktion machen, die etwas mit den Menschen tut und die man mitnehmen kann. Und deswegen haben wir gesagt, wir als Tape TV, wir sind halt 100% Musik. Und deswegen haben wir gesagt, wir hängen überall Kassetten hin und branden die noch. Es hat funktioniert. Ein Satz noch dazu. Wer hat die ganzen Dinger aufgehängt und vor allem, wie lange hat das gebraucht? Also man muss das so sagen, die erste Aktion, die wir mit den Kassetten gemacht haben, haben wir bei der Berlin Music Week letztes Jahr gemacht. Da haben wir 10.000 Kassetten verteilt. Und wir haben sozusagen alle gemeinsam, alle Mitarbeiter von Tape, so als Wow Together, haben einen Abend gemacht mit viel Pizzen, Bier und Zigaretten und haben sozusagen wie die kleinen Chinesen da die Kassetten. Und das war echt ein guter Prozess, weil danach dann alle wussten, wie viel Arbeit da drin steckt. Und auf dem Berlin-Festival sind uns alle mit diesen Kassetten entgegengekommen. Das war ein unglaubliches Bild. Und ich funktioniere auch ausschließlich über Bilder. Also wenn ich in mein Leben so zurückgucke, oder das sind immer so ganz so Bilder, wo man sagt, okay, die vergesse ich einfach nicht. Und dieses Bild, das hat sich bei mir so eingeprägt, dass ich dachte, ich will das, dass es etwas mit mir tut. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen recherchiert, wer denn da so dahinter steckt. Ja. Ihr habt ein neues Format auch, habe ich gesehen. Und was hat es denn damit auf sich? Also wir haben im redaktionellen Bereich ein neues Format, das heißt On Tape. Also wir fangen jetzt an, Eigenformate zu drehen. Das ist die erste interaktive Live-Show im Netz. Das sind 45 Minuten, sozusagen 200 Gäste im Studio und bei der ersten Sendung haben 30.000 Leute zugeschaut online und 15.000 waren bei Facebook im Chat parallel dabei. Also es war sensationell. Ja, auch super innovatives Konzept, oder? Wenn man mal so überlegt, so ein Konzert und dann in einem kleinen Rahmen dann, das so in eine ganz andere Dimension zu bringen dann auch. Ja. Da muss ja irgendwo die Inspiration herkommen. Ja, ich glaube, dass die Inspiration, manchmal kommt sie ja auch aus einem Vakuum oder aus einem Frust. Wir haben damals gesagt, MTV spielt überhaupt gar keine Musik mehr und das war der erste Schritt vor 2 Jahren für Tape TV. Wir haben wieder alle Musikvideos zu den Leuten gebracht, aber die Idee ist halt nicht, dass ich meine Musik finde, sondern meine Musik findet mich. Ihr habt eine Idee nach der anderen, kommt mir so ein bisschen vor. Wie schafft ihr das, dass ihr kontinuierlich inspiriert werdet? Also ich glaube, ganz wichtig bei Inspiration ist es, dass man herausfindet, wie kommt man zu einer Idee. Das ist bei jedem anders und man muss ein Klima schaffen. Also bei uns sind 55 Leute und ich versuche ein Klima zu schaffen, in denen es möglich ist, nicht auszubrennen, was ja oft passiert, wenn man viele Ideen hat und dann hat man die immer und irgendwann wird man dann älter und dann sind die Ideen weg. Also wie schafft man es, kreativ zu sein? Das ist bei jedem Menschen anders. Bei mir ist ganz simpel, wenn ich mir was ausdenken muss, brauche ich einen leeren Schreibtisch, ein weißes Blatt und einen Stift und gute Musik. Und dann weiß ich, worüber ich nachdenken will und dann fange ich an zu schreiben. Für uns sehr inspirierend, unsere Inspiration des Tages. Und wir haben das experimentell Gütesiegel. Das verleihe ich dir jetzt ganz feierlich. Juhu. Denn du bist ja die Inspiration des Tages. Muss ich einmal hier dich hier präparieren. Genau, so ganz feierlich. Ta-ta-ta. Ach so, Entschuldigung. Moment, ja. Und wie fühlt es sich an? Ich bin gewachsen um 10 cm. Sehr gut. Ich hoffe, es inspiriert dich weiterhin. Ja. Es kommen hoffentlich gute Ideen weiterhin raus. Und wir sind gespannt. Wir gucken weiter. Ich gucke den Blog an. Danke. Herzlichen Dank fürs Interview. Wir haben hier gerade mit Konrad von Tape TV gesprochen und dem Macher dieser wunderbaren Guerilla-Aktion. Sehr inspirierender Mensch. Und ich hoffe, ihr seid genauso inspiriert worden wie ich. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Thank you.